Hallo, heute sozusagen die Fortsetzung vom vorherigen Video. Also wir haben ja angefangen, ein GUI einmal mit dem Einstieg zu machen, das heißt mit den normalen Labels, Text und Bild einfügen. Und heute werde ich mal noch kurz darauf aufbauen und zeigen, wie man natürlich auch mit Farben und Schriftarten arbeiten kann. Das ist relativ ähnlich wie in HTML. Und wenn wir jetzt den Text zum Beispiel bearbeiten wollen, können wir dahinter einfach weitermachen und können da dann dementsprechend die Befehle hinzufügen. Wir können von dem Text zum Beispiel die Vorder- und die Hintergrundfarbe bearbeiten. Das heißt, wir machen einfach mal ein Komma und dann gibt es einen Befehl, den kann man sich relativ einfach merken. FG, das heißt also so viel wie Foreground, würde ich jetzt mal sagen. Und dann machen wir ein ist gleich, die Anführungsstrichen. Also kann man sich alles relativ einfach merken. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, das in Klarschrift hinzuschreiben. Das heißt in Englisch Red, Green, Gelb, Light, Blue, Light Red. Oder eben auch diese Codes, diese HTML-Codes. Also was zum Beispiel Raute 00FF00. Ich hoffe doch mal, das gibt's. Und dann macht man danach weiter wieder die Ausführungsstriche, Komma und kann jetzt zum Beispiel weitermachen mit BG für Background Color. Das heißt, das ist jetzt nicht die Background Color, also die Hintergrundfarbe von der ganzen Seite, sondern von dem Text. Also der Text wird dann unterlegt, sozusagen. Wir könnten jetzt zum Beispiel Blue machen, Ausführungsstriche. Das heißt also einfach hinter den Text dann die Attribute FG oder BG, Foreground, Background. Und jetzt probieren wir das mal aus. Okay, und wir sehen also hier auf der linken Seite blauer Hintergrund und vorne dann eben grüner Text. Und somit haben wir das im Prinzip ja, ganz einfach abgeändert. So ähnlich funktioniert das auch mit der Schriftart zum Beispiel. Ich mache das hier mal wieder weg, damit es nicht so unübersichtlich wird. Das ist ja auch relativ bekannt, das ist auch wieder in Englisch und zwar der Font. Das ist ja eigentlich überall so als Schrift bekannt. Hier müssen wir allerdings noch die Klammer aufmachen, das muss man sich da merken. Und dann macht man ganz normal weiter mit den Anführungsstrichen und fängt am Anfang erstmal mit der Schriftart an. Das ist dann zum Beispiel Times oder irgendwas. Hier kann man das natürlich immer mal nachschauen. Das heißt, das kann sich ja in dem Sinne keiner irgendwo auswendig merken. Jetzt kommt die Schriftgröße zum Beispiel, die, keine Ahnung, 23 oder so, Komma. Und jetzt machen wir wieder die Anführungsstriche. Da kann man zum Beispiel Bold nehmen, also für Fett, Komma. Und jetzt kommt nochmal die, also wie was jetzt zum Beispiel Kursiv ist, nochmal so ein zusätzliches Italic zum Beispiel. Wie gesagt, da muss man ganz einfach mal nachschauen bei den ganzen Befehlen und man schaut mal bei Word nach oder irgendwo anders, um sich eben die ganzen Befehle da mal raus zu lesen. Und dann, wie wir sehen, haben wir hier dann den Text links größer, Bold, also Fett, Italic, also ein bisschen dieses Kursive und eben auch die Größe 22 oder was wir hier hatten. Also wirklich relativ selbsterklärend fast. Gut. Ich würde es im Prinzip dann dabei erstmal belassen, wie gesagt, und würde im nächsten Tutorial dann weiter drauf aufbauen. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen.